Und im Studio begrüße ich jetzt den ehemaligen Chef des österreichischen Verfassungsschutzes, also des Inlandsgeheimdienstes, Gerd-René Polly. Guten Abend. Guten Abend, Frau Riedlbacher. Bundeskanzler Faymann hat im Herbst, als bekannt wurde, dass das Handy der deutschen Bundeskanzlerin abgehört wurde, gesagt, er habe keine Hinweise darauf, dass sein Handy ebenfalls belauscht worden wäre. Für wie interessant halten Sie die Telefonate von österreichischen Spitzenpolitikern? Im Vergleich zu deutschen Spitzenpolitikern nicht so brisant als solches. Ich habe auch immer gesagt, Österreich, die österreichische Politik und die österreichische Interessenslage ist nicht so sehr im Fokus dieser Dienste. Österreich ist ein Ort der Begegnung. Österreich ist ein Ort der Konferenzen. Österreich ist ein operatives Niemandsland, das wie Biene und Honig funktioniert. Und das seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn der österreichische Bundeskanzler zum Beispiel in Brüssel ist oder mit der deutschen Kanzlerin telefoniert, wird sein Telefonat dann interessanter? Ja, ein Telefon hat ja zwei Enden, nämlich der, der spricht und der, der angerufen wird als solches. Und das ist auch der deutschen Bundeskanzlerin passiert. Erinnern Sie sich daran, die Zusagen des amerikanischen Präsidenten bezogen sich ausschließlich auf das Handy der Frau Bundeskanzlerin. Nun, aber wer die Frau Bundeskanzlerin anruft als solches, der unterliegt nicht diesem Schutz. Das heißt, wir haben es hier mit einer Politik, einer Zusicherung zu tun, die in der Realität nicht umsetzbar ist. Das heißt, Sie rechnen jetzt nicht damit, dass die Geräte österreichischer Spitzenpolitiker abgehört werden? Ich rechne schon damit. Es ist aber sehr schwierig, das nachzuweisen. Der Stand der Technik, den uns die USA voraus ist, ich beziehe hier auch Deutschland mit ein und Österreich ein, ist so weit fortgeschritten, dass wir das unter Umständen gar nicht nachvollziehen können. Das trifft für Deutschland eingeschränkt zu, aber jedenfalls trifft das für Österreich zu. Die deutsche Kanzlerin ist aufgrund der Bedeutung ihres Landes, auch der Rolle Deutschlands natürlich in diversen Konflikten, haben Sie selber gesagt, ein klares Ziel, ein logisches Ziel für Abhörmanöver. Jetzt hat sie am Wochenende in diesem Interview, das wir gerade gehört haben, in diesem Sommergespräch mit den Kollegen vom deutschen Fernsehen, gesagt, der Kalte Krieg ist vorbei und damit auch die Zeit, wo jeder jeden misstraut hat. Tatsächlich ist Deutschland seit vielen Jahrzehnten mittlerweile den USA freundschaftlich verbunden. Es gibt viele Allianzen politischer und zum Teil sogar militärischer Art. Wofür sollte überhaupt Deutschland oder die Kanzlerin abgehört werden? Und Frau Riedlbacher, das Besondere dieser Situation liegt ja darin, dass nach und nach bekannt wird, dass also westeuropäische Dienste ihre Alliierten, und dazu gehören auch die USA, nicht ausspionieren. Erstaunlich ist der Umstand, dass das auf der anderen Seite nicht so ist. Was wir jetzt in Deutschland sehen, ist eine Rückwärtsbewegung. Und die werden das auch in Österreich sehen. Eine Rückwärtsbewegung dahin, dass sich die Abwehr sehr genau anschaut, was die Briten, was die Amerikaner in Deutschland tatsächlich machen, welche Art von Informationen hier gesammelt werden und vor allem, was mit diesen Informationen dann tatsächlich passiert im tagtäglichen politischen Miteinander. Merkel kann empört sein, ist auch empört, zeigt sich jedenfalls empört. Letztlich hat sie aber keine Druckmittel und eigentlich auch keine gesetzliche Handhabe. Ist sie nicht damit eigentlich ausgeliefert? Nun, es gibt ein politisches Druckmittel, das wird ja auch tatsächlich angewendet. Und es gibt sehr starke Spionageabwehrparagraphen in Deutschland, wesentlich stärker, als wir das hier in Österreich haben. Ich bin hier nicht ganz Ihrer Meinung diesbezüglich. Wir werden erleben, dass hier Dinge aufgerollt werden, die in der Vergangenheit fast undenkbar sind. Es werden Netzwerke aufgedeckt werden, es werden Verbindungen geschaffen und transparent werden, die bis rein nach Österreich reichen werden. Ich gehe davon aus, dass das innerhalb des nächsten halben Jahres der Fall sein wird. Jetzt sagen Sie, Sie wissen viel, dürfen es aber nicht sagen. Wie kommunizieren eigentlich Sie? Indem ich heute Abend zum Beispiel eingeladen bin, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist eine Art von Kommunikation. Aber haben Sie ein ganz normales Handy? Ist das abhörsicher? Senden Sie verschlüsselte Mails? Die Snowden-Affäre hat uns ja gezeigt, dass wenn Sie Mails verschlüsseln, wären Sie erst recht interessant für Nachrichtendienste. Und die Snowden-Affäre hat uns auch gezeigt, dass wir elektronisch uns überhaupt nicht schützen können. Ob das Hochsicherheitsnetze auf der einen Seite sind oder die private Kommunikation oder die Kommunikation von Politikern. Das ist die eigentliche Erkenntnis aus dieser Affäre und aus diesen Spionagevorfällen, seien sie in Deutschland, in Österreich, in den USA oder in Großbritannien. Herr Dr. Polly, vielen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Was glauben Sie, welchen Umfang hat tatsächlich das Programm? Welche Informationen werden tatsächlich abgefangen? Ja, es werden politische Informationen abgefangen, die den politischen Akteuren zugeführt werden. Das ist eine perfekte Voraussetzung für jegliche Form der Verhandlung. Erstens.
Zweitens, das ist ein bisschen das Feigenblatt, womit das Ganze auch etabliert wird. Das ist die sogenannte Terrorismusbekämpfung seit 2001. Damit hat man ja dieses Programm auf den Weg geschickt. Drittens, und das ist einer der Hauptgründe, das ist alles, was mit Wirtschaftsspionage im Zusammenhang steht. Das bedeutet, dass durch diese Informationen bestimmten Wirtschaftszweigen jene Informationen zugänglich gemacht werden, die ihnen einen gewissen Vorteil gibt in Konkurrenz zu anderen Unternehmen, zum Beispiel zu europäischen Unternehmen. Und das ist ein gigantischer Unterschied und ein unglaublicher Vorteil. Stellen sich die deutschen Politiker hin, insbesondere der Innenminister, und sagt, er hätte gar nichts von dem Programm gewusst. Ja, die Vorstellung, dass er gar nichts von diesem Programm gewusst hat, ist ja noch viel erschreckender. Nein, ich gehe mal davon aus, dass die deutschen Behörden und damit auch die deutsche Politik sehr genau darüber informiert waren, was dieses Programm ist. Wen auch der Name des Programmes und das Ausmaß vielleicht in dieser Dimension unbekannt ist. Aber nochmal meine Frage an Sie. Sie sagten auch im Fernsehen, hier in Österreich wusste man, dass es ein solches Programm gab. Wir kannten den Namen dieses Programms nicht. Wir kannten aber die Auswirkungen dieses Programms. Und diese Information und dieses Wissen war ein Common Understanding zwischen allen europäischen Nachrichtendiensten, auch der deutschen. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst wusste es? Ich gehe mal davon aus. Bundesnachrichtendienst ist einer der elitären Informationsbeschaffer der deutschen Bundesregierung. Wenn der Bundesnachrichtendienst nicht über diese essentielle Information zur deutschen Sicherheit verfügt, dann fragt man sich, wofür es den Bundesnachrichtendienst überhaupt gibt. Nur, wir haben ja jetzt ein Programm, das ist gestartet worden 2001. Das gibt es also seit 12 Jahren, ist immer weiter ausgebaut worden, auch im Hinblick der Zusammenarbeit zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA. Ist es da denkbar, dass die Bundesregierung davon nicht wusste? Wenn man sich das Muster anschaut, wie diese Programme mit Partnern betrieben werden oder gegen Partner betrieben werden, so gehe ich davon aus, dass es für jegliche dieser Aktionen einen bilateralen Vertrag gibt. Alles andere würde mich äußerst wundern. Das heißt, Sie gehen davon aus, es gibt einen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA über dieses Programm? Natürlich kann ich das nicht bestätigen, ich vermute das nur. Und dann müsste die Bundesregierung das wissen? Ich denke ja. Wie arbeiten denn eigentlich die Dienste zusammen? Wenn nicht, können Sie uns mal erläutern, wie der Bundesnachrichtendienst mit der NSA? Das kann ich Ihnen nicht, denn ich bin Österreicher und kann keine Kommentare abgeben, wie der Bundesnachrichtendienst mit seinen Partnern arbeitet. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist ein genereller Modi dieser Zusammenarbeit. Er funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen und ist nicht nur auf die Partner in den Sicherheitsbehörden und in den Nachrichtendiensten beschränkt, sondern geht wesentlich darüber hinaus. Es geht direkt ins Wirtschaftsministerium rein, es geht in andere relevante Ministerien rein, es geht in das Außenamt hinein. Und einer der wesentlichen Elemente ist der bilaterale Informationsaustausch. Ausgetauscht wird das, was im nationalen Interesse ist. Nicht ausgetauscht wird das, was nicht im nationalen Interesse ist. Und die Schere zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen macht das nationale Interesse aus. Das heißt aber, wenn so viele Informationen auch auf Ebene der Ministerien ausgetauscht wird, das heißt, die Bundesregierung hat aus dem Programm PRISM Informationen bezogen? Ja, selbstverständlich. Was macht der Informationsaustausch denn sonst für einen Sinn? Über welche Kanäle die NSA diese Informationen zurückspielt an die nationalen Regierungen oder deren Sicherheitsbehörden, ist ja völlig uninteressant. Entscheidend ist die Qualität dieser Information als Hilfe für die nationalen Sicherheitsbehörden oder für das Lagebild. Es ist aber ein zweischneidiges Schwert. Man muss hier unterscheiden zwischen Informationen, die gerichtlich relevant sind im Laufe für verschiedene Operationen, zum Beispiel für die Terrorismusbekämpfung oder für Lagebilder im Ausland. Nachrichtendienste manipulieren auch Regierungen durch Informationen, durch selektive Weitergabe von Informationen. Das ist ein Tagesgeschäft. Das heißt aber, die Bundesregierung hat aus dem Programm PRISM mit Sicherheit Informationen bezogen. Hätte man, was für Informationen sind das? Kann man aus solchen Informationen auch Rückschlüsse ziehen über das Programm als solches? Selbstverständlich kann man Rückschlüsse für dieses Programm ziehen, aber diese Frage hat sich so ja nie gestellt. Dienste, Sicherheitsbehörden,
auch private Institutionen, NGOs, beurteilen Informationen nicht nach der Frage, wo kommen sie her und wie werden sie generiert, sondern ganz einfach, was ist die Qualität dieser Informationen? Ist diese Information hilfreich oder ist sie nicht hilfreich? Ich möchte ein vielleicht weniger populäres Beispiel nennen. Guardamo beispielsweise, die illegalen Verhörmethoden, generierten eine Vielzahl von Informationen, wie sich herausgestellt hat, mitunter solche Informationen, die schlicht und einfach falsch waren, weil sie unter Folter zustande gekommen sind. Und auf Basis dieser Informationen wurden Amtshandlungen europaweit, sowohl in Österreich als auch in Deutschland eingeleitet. Aber ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, denn ich unterliege immer noch dem österreichischen Amtsgeheimnis und ich bitte dafür um Verständnis, dass wir nicht im Detail diese Dinge besprechen. Die Bundesregierung behauptet, sie hätte nie von einem Spähprogramm gewusst. Für mich ist das absolut unglaubwürdig. Warum? Weil die Masse der Informationen, die generiert werden, eine solche Schlussfolgerung absolut zulassen. Das heißt, die Bundesregierung wusste es? Ja, ich gehe davon aus, dass die deutsche Bundesregierung über die Inhalte dieses Programms sehr genau Bescheid weiß. Es wäre erschreckend für mich, wenn die deutsche Bundesregierung über diese Ausmaße und über dieses Programm nicht Bescheid wüsste, denn der BND kostet dem Steuerzahler Milliarden von Euro. Naja, es ist ein Desaster ersten Ausmaßes für die deutsche Politik, dass bei dem Einsatz von Ressourcen für Nachrichtendienste, ob das jetzt der Verfassungsschutz ist, ob das jetzt das BND ist, ob das jetzt die anderen Dienste sind, dass von diesem Programm nichts gewusst wurde. Wenn das der Fall ist, bin ich noch erschrockener als vorher. Aber Sie glauben es nicht? Natürlich nicht. Warum nicht? Eins und eins ist zwei. Gibt es bei solchen Abhörprogrammen Arbeitsteilung auch zwischen den Diensten? Ja, selbstverständlich. Diese Abhörprogramme werden ja deshalb weltweit ausgebreitet, weil die Partner in die Informationssammlung eingebunden sind, auch elektronisch. Das passiert aber in aller Regel auf der Basis bilateraler Verträge und Arbeitsabkommen. Das ist ganz normal. Da brauchen Sie nur in die USA schauen, wie dieses Programm dort aufgebreitet worden ist. Genau mit demselben Muster wird das über die europäischen Bündnispartner verbreitet. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst ist in das Programm eingeweiht und arbeitet auch mit? Kann der Bundesnachrichtendienst sein, können aber auch andere Behörden sein. Ich würde das nicht unbedingt auf den Bundesnachrichtendienst begrenzen. Das heißt, über den Bundesnachrichtendienst hinaus noch andere deutsche Behörden? Ja, selbstverständlich, alle, die also zur Informationsbeschaffung etwas beizutragen haben. Die Informationsquellen sind ja vielfach. Es gibt Informationen, die abgegriffen werden ohne Mitarbeiter deutscher und österreichischer oder welcher immer Behörden. Und es gibt solche Informationen, die abgegriffen werden in einem konsensualen Austausch von Informationen. Das Bild ist mannigfach. Und es geht nicht nur um den technischen Austausch von Informationen, es geht auch um Quelleninformationen, die dieses gesamte System von Prismen überlagern. Informanten gewissermaßen in den Strukturen drinnen. Das heißt? Das heißt, dass wir noch lange nicht den Boden dieses Datenskandals erreicht haben. Wir sind noch nicht einmal beim Eingemachten. Wir haben uns noch überhaupt nicht beschäftigt mit der Frage, was macht man denn mit diesen Informationen und welche Nachteile ist der deutschen Wirtschaft oder der österreichischen Wirtschaft daraus entstanden. Bis hin wurden Bürgerrechte verletzt durch die völlig unselektierte Weitergabe von Daten. Diese Themen haben wir überhaupt noch nicht diskutiert. Das ist ja eigentlich der Grund. Es geht nicht darum, wer mit wem kooperiert hat, in welcher Dichte. Nein, es geht darum, was mit diesen Informationen gemacht worden ist. Und ich bin mir absolut sicher, dass diese Informationen ausschließlich der nationalen Sicherheitsperzeption gedient haben. Mitunter zum Nachteil der Bündnispartner oder anderer Staaten beispielsweise, aber auch zum Vorteil, zum Beispiel in der Terrorismusbekämpfung. Aber die Terrorismusbekämpfung kann nicht mehr das Feigenblatt sein, diese Dinge einfach zuzudecken, wie das manche Regierungen oder manche Sicherheitsbehörden jetzt gerne darstellen. Glauben Sie, die Bundesregierung wusste davon? Ich bin absolut davon überzeugt. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Bundesregierung der Herr der Dienste ist. Und weil auch der Koordinator im Bundeskanzleramt nicht einmal aufs Klo geht ohne Erlaubnis. War der Bundesnachrichtendienst Kooperationspartner der NSA? Davon gehe ich auch aus, selbstverständlich. Denn er ist der primäre Ansprechpartner einer Struktur wie der NSA in Deutschland. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es ähnliche Kooperationspartner in ähnlichen Segmenten in anderen europäischen Staaten gibt. Und weil dieses Muster, das auch in den Zeitungen breitgetreten wurde, selbstverständlich auch auf die Struktur der Dienste und auf den Behördenaufbau in Deutschland zutrifft. Das heißt,
Der BND war auch Kooperationspartner im Hinblick auf das Spielprogramm. Davon gehe ich aus. Aber kann sich die Bundesregierung rausreden, sie hätte nie von dem Spielprogramm überhaupt gewusst? Das tut sie ja. Warum? Ich glaube, das wird nicht allzu lang haltbar sein. Warum? Weil die deutsche Bundesregierung der Auftraggeber der Nachrichtendienste ist. Und weil die Kooperation zwischen der NSA und Sicherheitsstrukturen auf einem Vertrag beruht. Und der Abschluss solcher Verträge ist in den meisten Fällen Chefsache. Das bedeutet der Dienststellenleiter. Und das Verhältnis zwischen Politik und Dienststellenleiter oder Nachrichtendienstkoordinator ist ein ganz, ganz enges. Es geht um persönliche Briefings, es geht um das Unterrichten. Alle Informationen allerdings, die diese Sensibilität haben, wie zum Beispiel die Kooperation von Regierungsstellen mit der NSA, gehen in aller Regel nicht über den üblich laufenden Schriftverkehr und über die Briefingselemente, sondern werden aus Geheimhaltungsgründen separat eingetütet. Das heißt, Sie glauben, es gibt einen Vertrag zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA im Hinblick auf das Abhörprogramm? Das denke ich auch, das denke ich wohl. Was für andere Staaten gilt, gilt auch für Deutschland. Was man den Amerikanern nicht unterstellen kann, dass sie sehr intuitiv sind. Wenn sie etwas als Methode festgelegt haben, ziehen sie diese Methode durch, quer über die gesamte Welt, ob Bündnispartner oder nicht.